Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Dead Space. Ja, wir müssen jetzt erst einmal wieder die Lautstärke zurückschalten. Geht zu Ishimura. Ich bin auf der Ishimura. Tightman, bla. Ups. Da! Hilfe! Nein! Hä? Was mache ich denn? Was drücke ich denn hier, sag mal? So, hier wird gleich. Moment. Ich wollte doch hier hin. Erst einmal. Was habe ich? Ach, die Munition. Braucht doch keine Sau. Verkaufen. Verkaufen. Den weglegen. Verkaufen. Shop. Habe ich noch so Munition? Nee. Na gut. Ey, dass ich Munition kaufen muss, das ist ja ein Traum. So. Ich könnte mal bei mir die Kids mehr mitnehmen. Weil die Gleichen, ne, die Gleichen, genau. Die Kleinen reichen völlig. So. Und hier wird irgend noch was passieren, das weiß ich jetzt schon. Genau. Läuft bei dir, ne? Genau. Ah, die schöne Munition, die ich gerade eben eingekauft habe, muss ich ja schon wieder verschwenden. Warum nicht? Nö, mach ich nicht mit. Nein, mach ich auch nicht mit. Nein! So, läuft. Haut ab, ihr blödes Zeug. Gewusel. Brusel da. Was seid ihr eigentlich? Jedenfalls ekelhaftes Zeug. Das erinnert mich doch echt an... Ja. An Good Old Dead Space 1. Oh, Isaac. Scheiße, tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, Scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut, Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt. Es war so arschklar. Boah. Boah, der Witz. Boah, da tat weh. Mach ich auch. Aber ich muss sagen, der Witz. Da kam tief, da kam richtig tief. Abwart lang. Alter, was ist denn hier los? Zeichen. Ach, alles dieses Blut. Bitte was? Hast du etwas gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Alter, vorbei. Schieß ich auch mal mit dem Teil hier. So, läuft. Weg mit dir. Die wollen es jetzt echt wissen, kann das sein? Hoppala. So, habe ich alles? Jo. Alter, hier ist alles Blut verschmiert. Also, mit diesem Zeug angeschmiert, dass man halt eben dieses Blut sieht. Muss ich da hin? Ja, ich muss da hin.
Was ist denn hier geschehen? Ach, genau. Stimmt, das war ja diese schnelle Reaktion von mir damals. Da kam ich ja von hier hinten irgendwo. Wo war denn das? Ich weiß gar nicht, von welcher Seite kam ich jedenfalls. Bin ja lang. Bin ja hoch gesprintet, weil ich nicht wusste, was ich machen musste. Hatte hier alles eingesammelt und Glück habe ich ja drauf gedrückt. Auf diesen Schalter hier. Und da war dieses komische Monstervieh genau da drin. Ja, ist eingefroren und zerplatzt. Wer erinnert sich daran nicht? Ja, man sieht's ja. Ja, aber diesmal bin ich besser gerüstet. Läuft bei dir, ne? Na, 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 na. Aber was wird's denn werden hier, Kollege Schmierfuß? Die wollen's echt wissen. Okay, du warst nicht kaputt. Gut. Gut, hier musste ich aber damals nicht zecken. An diesen Schalter kann ich mich nicht erinnern. Gut, ich habe damals nicht aufgepasst. Da schon vielleicht so ein Anschein da war. Aber ich glaub's nicht. Müssen die mich denn alle hier voll kotzen? Stehen da nicht so drauf. Ich meine ja nur. Das blaue Licht. Ich habe nichts gegen Blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Aber das bedeutet ja eben nun mal nichts Gutes. Oh, Speicherpunkt. Bedeutet doch was Gutes. Wie es aussieht, sind wir auch wohl bald bei Kapitel 11. Alter, das wäre mir hier drin gar nicht gefallen. Obwohl, das war hier. Beziehungsweise, da waren wir drin. Und da kam doch dieser Wissenschaftler, der hier irgendwo hier stand. Der uns mit hier gesprochen hat, ne? Der dann einfach hier lang gegangen ist. Während er das Monster da oder da, ich weiß gar nicht, freigelassen hat. Das weiß ich noch. Oh nein. Tja, aber deine Schuld. Tja, aber ist doch dein Problem, wenn du das so gemacht hast. Kann ich doch nichts dafür. Na, wo kommt der Schocker? Mehr nicht? Ich hab mich jetzt ja geübt, euch vorzureden. So, wie steht man den Fluder hier so hin? Danke. Ja, aber da ist die Aldi ja selbst schuld, würde ich mal sagen. Hätte sie ja nicht machen müssen. Aber wer so doof ist, da habe ich nun mal kein Mitleid. Vielleicht hätte man sie retten können. Natürlich. Aber das ist eben nun mal nicht so programmiert gewesen. Spannung weg. Na, 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 was läuft denn hier? Kann man bitte mitmachen hier? Ja, wieder mal hier, wie nix ist. Was Party machen und dann abhauen.
Weil dieses Schwarzlicht. Sieht schon geil aus. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Mussten wir ja damals auch machen. War das echt alles so blutverschmiert? Ich kann mich ja gar nicht dran erinnern. Die Zeichen, ja, das weiß ich ja. Aber. Ist ja alles voll. Ach, schau mal, Kick. Aber das war damals nicht. Die Workbench, ja, die stand da. Das weiß ich. Das weiß ich noch. Komm mal rüber hier. Dankeschön. Was geht denn bei euch? Gleich den Kopf verlieren. Ich mich doch eh nicht mehr. Blödes Drecksvieh. So, wo ist das andere Vieh hin? Oh, das ist gestorben. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Alter. Sterb halt. Meine Fresse. Was, wie, wo, was? Oh! Hast aber gleich den Kopf verloren. Ist nicht so gesund. Hab ich gehört. Nachladen. Muss aber bestimmt das Ding wegschalten, oder? Oh, ich weiß nicht, was mich dann erwartet. Nichts. Kann man es mal noch gebrauchen? Oh, na, für dich nicht. Genau, immer auf mir drauf. Sonst nichts zu tun. Ich wollte eigentlich jetzt wieder das Ding aktivieren. Hat aber nicht so ganz so geklappt, wie ich wollte. Naja. Dann eben nicht. Was war hier denn los? Sag mal. Kann ich mich nicht erinnern. Eine Workbench. Die kann ich mich erinnern. Ja, nee, drei Stück, das ist ja gar nichts. Ja. Energie, oh. Dann also lass mal rennen da. Wow. Ich frag mich ja, wer das alles gemacht hat. Was? Einfach so ein blödes Vieh da drin. Auch okay. Was wie? Nur Medikits? Ich mal ja auch sparen können. Aber gut, okay. Hat echt schon was bisschen von Sims, ne? Help us. Ja, das stimmt, help us. Ich meine, wer hat trotzdem die ganzen Zeichen geschrieben? Da muss ja einer drin gewesen sein. Boah, da hast du so viel Arbeit, ey. Das ganze Zeug wieder herzustellen. Ich glaube, das muss ein Traum sein. So, hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Denn das war mit von
den Anfang. Da kamen wir von... Moment, wo kamen wir denn daher jetzt? Von da, genau. Von hier kamen wir. Und sehen ja hin. Und hier war die Barrikade. Denn wir müssten ja in die Krankenstation. Aber das ging nicht, weil es verschlossen war. Und deswegen mussten wir da mal dahin. Und auch mal dahin. Ja, daran kann ich mich noch alles erinnern. Aber ich würde sagen, ich speichere hier erstmal fix. Und mache hier wieder mal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Ich weiß Bescheid, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.